Du erhältst einen Anruf von Professor Kukui aus der Alola-Region. Und damit herzlich willkommen zu Pokémon Omega. Nein, warte. Hä? Omega was? Sonne und Mond mit Miri und Palui. Jetzt seid ihr wahrscheinlich verwirrt, warum beide gleichzeitig aufnehmen. Wir werden jeder ein eigenes Let's Play auf unserem Kanal machen. Aber wir haben gedacht, den Anfang, den spielen wir einfach mal zusammen. Ja. Deswegen genau. Sagt Hallo zu Miri. Ich bin Miri. Und ich sagt bin Balu. Hallo zu Balui. Ja, ich bin Balui. Hallo. So, gucken wir mal. Was Professor Kukui. Hallo, will. Professor Kukui. Einen Augenblick, sagt er. Die ist ihm bestimmt vor, oder? Was ist das denn für eine Lala? Einen Augenblick. Soll ich dann gleich weitermachen? Ja, ja. Achso, okay. Tag auch. So weit bin ich noch nicht. Er sagt bei mir Abend. Tag auch, sagt er bei mir, okay. Es dauert nicht mehr lange, bis du nach Alola ziehst. Ich will da aber gar nicht hin. Ja, ich auch nicht. Die Alola-Region besteht aus mehreren Inseln. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es hier so viele seltene Pokémon gibt. Ja, das ist eine tolle Begründung. Die Alola-Region ist die Heimat vieler Wesen, die Pokémon genannt werden. Cool. Pokémon sind wirklich einzigartige Lebewesen. Diese epische Musik, ne? Ja, ich habe einen Hund. Ja, ich auch. Sie halten sich im hohen Gras auf, in Höhlen, am Himmel, im Meer, einfach everywhere. Überall. Pokémon und Menschen helfen einander. Warum hält der Hund seinen Schwanz? Naja, ist egal. Menschen helfen einander aus und leben in Harmonie miteinander. Manche Leute werden zu Pokémon-Trainern und lassen ihre Pokémon gegeneinander kämpfen. Wuffels, ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Ich stecke mitten in einem wichtigen Gespräch. Hättest du ihn vielleicht im Ball lassen sollen? Ja, richtig. Die ganze seine eigene Schuld. Kann doch der Hund nichts für. Ich hätte ein paar Fragen an dich, um den Leuten in Alola mehr von dir erzählen zu können. Welches dieser Fotos stammt gleich nochmal von dir? Oh, ich kann mich aussuchen, wie ich aussehe. Ja. Oh, und... Oh. Oben sind Jungs, unten sind Frauen. Oh. Ich bin oben links. Ich bin unten die zweite von links. Ja, okay. Dann drücke ich. Ja. Das bist also du. Ja, das bin ich. Gut. Dann könntest du nochmal deinen Arm für mich buchstabieren. Ich bin Balui. Ich bin Balui. Nein, du bist Miri. Was, wenn ich mich Balui nenne? Schlägst du mich dann? Ich denke schon. Wie kann ich denn Kleinzeichen machen? Ach, da. So, erstmal die Tastatur ändern. L-U-I. Fertig. Musst du erstmal eine Tastatur ändern. Für Miri. So. Balui, habe ich das richtig notiert? Bei mir sagt er Miri. Ja. Einfach falsch vorgelesen. Okay, ist aber richtig. Haha. Ja, alles klar. Jetzt habe ich ja alle Infos, die ich brauche. Balui. Miri. Toll, der Name schlägt ein wie ein Donnerblitz. Wortwitz. Wow, ich freue mich schon darauf, dich persönlich willkommen heißen zu dürfen. Arrivederci. Ich weiß nicht, ob ich mich auf ihn freue. Tschüss. Ist das jetzt eine Frau oder ein Mann? Ich glaube, das ist dein Hey, Part. Miri, hilfst du mir... Oh, Balui, Entschuldigung. Ja. Hey, Miri und Balui, hilfst du mir bitte bei den Vorbereitungen für den Umzug? Ja, komm Denke gleich. Nicht. Nicht? Cool. Guck mal die Zeitschrift. Und das ist ein Flugticket. Das würde ich meinem Kind auch geben. Was ist das für ein Ding? Ist das der Flughafen? Der Hafen? Weiß ich nicht. Jock, Jock, Jock. Wer ist das? Das bin ich? Nee. Was ist das? Das ist ein Mädchen. Jemand, bei dir läuft auch ein Mädchen. Ist das Miri? Eine Blonde. Da hast du gesehen, was das gerade war auf dem Bild. Ein Aufzug. Da ist ein schwarzes Pokémon drin. Da ist ein Ding in der Tasche. Oh, 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 gruselig. Verfolgen mich, nein, sie. Das bist ja nicht du, glaube ich. Nee, das ist Lilly. Nicht spoilern. Oh nein. Was ist, um alles in der Welt ist das? Und wie der grinst, voll unheimlich. Voll gemein. Wollen die vergewaltigen? Ja, irgendwie. Oh, oh. Und fort. Yo. Ich sehe den Mond. Ich sehe die Sonne. Okay. Ja, das war ja irgendwie klar, ne? Ja, ne, Pokémon Sonne und Mond. Pokémon Sonne. Presented by Game Freak. Ja. Schön. Wie immer. Schick. 3 Monate später.
Oh, ist es bei mir Nacht, bei dir auch? Nein, bei mir ist Sonntag. Oh, es sieht da schön aus in der Nacht. Oh, sieht das schön aus bei Sonne. Ich habe das ja am Tag schon gesehen, ich habe ja schon Sonne gespielt. Hm. Angeber. Ich falls. Hui, da rennt einer rum. Hau, ich bin. Hallo. Mein Kind, es ist ganz schön spät. Warum läufst du noch draußen es rum? Es ist ganz schön früh hier. Warum musst du Sonnencreme benutzen? Das ist aber jetzt gruselig, wenn wir unterschiedliche Tageszeiten haben. Mein Haus ist braun. Meins ist blau, grau. Ja, grau. Ach. Wow. Wird wohl hoffentlich dasselbe. Da ist meine Mama. Nein, das bist du. Nein, nein. Mauzi. Ja. Ach, ist das nicht herrlich idyllisch? Nein, kannst du sie auch spüren. Unser erster richtiger Abend unter dem Mond von Alola. Unser erster Tag unter der Sonne von Alola. Okay, es ist quasi das gleiche mit Mond und Sonne. Sein sanfter Schein ist ja so beruhigend. Na gut, es wird Zeit, die Umzugskartons auszupacken. Okay, es ist wieder gleich. Mauzi, gehst du bitte Miri holen oder Balui? Es ist so klein. Ist Mauzi nicht viel größer? Dass sie ein Mauzi genommen haben, ne? Das absolute Hass-Pokémon von Team Rocket. Wie und dann ist es einfach. Hä? Ich hab's nie gemocht. Ach so, von Team. Also. Da ist eine Pikachu-Statue. Bei mir ist noch gar nichts geladen. Oh. Ja, ich warte mal, ich drück nicht. Ich aber ja es kein läuft New 3DS zum Aufnehmen. Ja, stimmt schon. Mauzi. Da ist eine Wii U in weiß. Ich liege im Bett und penne. Ja, ich auch. Was, wie weckt ihr mich jetzt? Mit Kratzen im Kratzer im Gesicht? Kratzer! Die miaut Kratze. Auf jeden Fall. Wow. Wie eine Katze. Ja, so nervig ist Ellie morgens auch. So, dann können wir aufstehen. Ach, ich kann aufstehen? Ach so. Ja, warte mal, wer erst mal 5 Minuten rumlag und dachte, es passiert nichts, als er das erste Mal gespielt hat, bis ich geblickt hatte, dass man selber laufen kann. Ich rede mal mit Mauzi. Mauzi! Oh, ich bin schon rausgegangen. Nein, ich muss erst mal gucken. Du schaust in den Notizbuch deines Vaters. Nee. Oh nein, okay, ich gehe schnell raus. Hier ist ein Wischmob. Da kommt meine Mutter. Darfst du nicht einfach weitergehen? Ich wusste das nie. Das hallo, Mama. Redet sie schon bei dir? Nein, jetzt. Okay. Du hast tief und fest geschlafen, was? Jetzt strotzt du sicher nur so vor Energie. Ja. Und Miri, freust du dich schon auf Alolas Pokémon? Nein. Und ja. Ob, oder? Und wie? Und ob. Okay. Ja. Wow, das ist ja ein Unterschied. Ja, grandios. Das lobe ich mir. Ich würde ja auch viel lieber rausgehen, als hier die Kartons auszuräumen. Wir leben jetzt schließlich in der Alola-Region, einem Inselparadies, das viele Touristen anzieht. Da werden auch die einheimischen Pokémon bestimmt alle total lieb sein, ganz sicher. Ja, oder nicht? Ding Dong. Hallo? Oh, es hat an der Tür geklingelt. Das kann ja nur Professor Kukui sein. Machst du ihn bitte auf, Miri? Warum heißt er so doof? Gehen wir ihm direkt aufmachen, ja, ja, oder? Ja, ich gehe direkt. Okay. Hallo? Der hat sich selber eingeladen. Ja, er hat sich selbst die Tür aufgemacht. Boah, ey, der ist voll der Muskelprotz, ey. Wie er rumläuft schon. Vor allem, dass schon. Er kein T-Shirt anhat, ne? Boah. Hallo, Halloween. Ich bin Professor Kukui. Endlich lerne ich dich persönlich kennen. Das freut mich sehr. Die Reise nach Alola war bestimmt anstrengend und lang, was? Kommst du mit der Zeitverschiebung zurecht? Alola und Kanto sind ja ganz schön weit voneinander entfernt. Für dich fühlt es sich bestimmt noch nicht wie Mittag an, oder? Wie Abend. Da ist eine Weihmeergießkanne. Hallo, Professor Kukui. Wir sind gestern in Alola eingetroffen. Ah, die Dame des Hauses. Was ist mit mir? Ich war so frei, mich selbst einzulassen. Ach, und das mit dem Professor lassen wir lieber, wenn's recht ist. Warum denn so formell? Duzen wir uns doch einfach. Ich habe gehört, der Ältere müsste das sagen, aber es ist doch bestimmt die Mutter. Mhm. Ich heiße euch herzlich willkommen in Alola. Vielen Dank. Ich erinnere mich noch gut daran, wie sie, ich meine natürlich du, damals gegen die Arena-Leiter von Kanto gekämpft hast. Ich mich nicht. Als wäre es gestern gewesen. Ja. Seitdem faszinieren mich die Pokémon der Alola-Region. Und jetzt bin ich endlich hier. Ich war damals in Kanto, um dort Pokémon-Attacken zu erforschen. Aber obwohl ich schon viel über das Thema wusste, haben mich die Arena-Leiter ganz schön alt aussehen lassen. Aber genug von Kanto. Komm doch mit mir, Balui Miri. Lass uns die Nachbarstadt besuchen. Bei Miri. Dort kannst du den Inselkönig treffen und mit etwas Glück erhältst du auch ein Pokémon. Oh, ein Pokémon! Ein Pokémon! Ja, der Inselkönig gibt allen Kindern in Lilii, die bereit sind, sich einem großen Abenteuer zu stellen, liebend gern ein erstes Pokémon. Es ist übrigens ein äußerst starker und erfahrener Pokémon-Trainer. Nur wenig können ihm im Kampf das Wasser reichen. Cool. Na sowas.
Und sie bekommt echt ein Pokémon von ihm. Ja. Der Inselkönig ist ja wirklich nett. Sind alle so nett hier. Worauf wartest du noch, Miri? Geh und hol schnell deine Sachen. Deine Mütze und deinen Beutel findest du in einem der Umzugskartons in deinem Zimmer. Na toll, so ja mein Zimmer umräumen. Und vergiss nicht, einen Blick in die Abenteuerfibel zu werfen. Ich glaube, sie liegt auf dem Schreibtisch. Ich weiß, wo ich nicht reingucken werde. Oh, na, da bin ich mal gespannt, was für eine Mütze du trägst. Was? Ja, ich, nein. Okay, dann gehen wir mal in unser Zimmer. Ja. Guck mal, da liegt Obst. Was ist das für Obst? Ich gehe in mein Zimmer. Ist das eine Paprika? Wo sind meine Kartons? Oh nein, da. Da rechts. Wow, so viele. Wow, okay. Zwei Kartons. Na, da habe ich aber viel Mal Sachen gucken, was ich jetzt für eine Mütze trage, bitte. Ja, die Mütze von dem Mädchen ist ja fürchterlich. Oh, der Junge trägt ein Käppi, ein schwarzes Käppi. Ja, das ist okay. Ich habe eine Wassermelonentasche und eine Blumenmütze. Ich habe einen Rucksack. Viel besser. Und wir lesen nicht die Abenteuerfibel. Nein, das machen wir nicht. Wir gehen direkt wieder raus. Anscheinend geht er von alleine raus bei mir. Durfte gar nicht die Abenteuerfibel lesen. Nee. Was macht Mauzi Lustiges? Weiß ich nicht, rumtanzen. Na, Katze, nicht jetzt hier, geh. Sieht so aus, als wärst du reisefertig. Viel Spaß. Dankeschön. Okay. Keine Sorge, die restlichen Kisten kann ich alleine auspacken. Ich will ja, dass sich dein Pokémon bei uns wohlfühlt. Yay. Wow, stylische Mütze. Miau. Sie flirten doch schon, oder? Deine Mutter scheint ja sehr darüber sich zu freuen, dass du dein Pokémon bekommst. Dass du endlich von zu Hause ausziehst. Gut, dann machen wir uns mal auf die Socken. Ab nach Lili. Dort suchen wir den Inselkönig und besorgen dir dein erstes Pokémon. Interessanterweise gibt es diesmal nicht der Professor, ne? Doch, das ist doch... Achso, ja, stimmt, der Inselkönig, ja. Dann gehen wir raus. Ja. Jetzt gucken wir uns mal die Landschaft an. Also die Grafik ist ja schon doch deutlich besser, ne, als Y und X. Ja, natürlich. Okay, so. Boah, die Steuerung. Also du hast gesagt, die Kamera kann ich nicht drehen, richtig? Ich habe es versucht mit L und R, so wie bei Monster Hunter. Ja, so, und der Dings funktioniert auch nicht, der Joystick hier. Oh, ich bin aus... Zum Professor rüber, ich bin zu weit nach rechts gelaufen. Nach rechts? Ich bin nach links gelaufen. Ja, ich bin aber zu weit nach rechts gelaufen, dass er gesagt mich hergewunken hat. Ach so. Bei mir steht's also dann. Alles gut. Also dann. Willkommen in Alola, einem wahren Paradies für Pokémon. Hier in Alola leben Menschen und Pokémon miteinander in Harmonie und helfen sich gegenseitig. Solange du ein Pokémon an deiner Seite hast, steht dir in Alola alle Türen offen. Deshalb muss ich dich auch so schnell wie möglich dem Inselkönig vorstellen. Folg mir, das Dorf Lili'i ist nicht weit von hier. Okay, lass uns gehen. Ja, gehen wir, dann machen wir eine Weltreise. Was ist das? Kann ich mit den Leuten schon reden? Hallo? Hallo, du siehst aus, als würde es dir Spaß machen, in Alola herumzulaufen. Damit komme ich auch gleich Lust auf einen ordentlichen Sprint. Wie ging es dieses berühmte Lied nochmal? Den B-Knopf gedrückt? Oh nein, wie verrückt. Ich lese die Leute nicht. Was? Hier links geht es irgendwo rein. Kann ich hier reinlaufen? Oh. Okay, also ich laufe jetzt einfach geradeaus. Wir laufen jetzt einfach den Weg lang, ja. Ja, da ist der Professor schon. Hallo. Oh, so weit bin ich noch nicht. Sag mir, wenn du vor dem Professor stehst. Okay, jetzt. Und Balui, wie gefällt es dir an in Alola? Wir sind jetzt 5 Meter weit gelaufen. Woher soll ich das Klasse. Wissen? Klasse. Das hört man gerne. Es freut mich, dass dir die Alola-Region bereits ans Herz gewachsen ist. Mhm. Und da haben wir auch gleich einen jungen Pokémon-Trainer aus Alola. Professor Kukui, Sie müssen mir unbedingt ganz bald wieder eine Attacke empfehlen. Guten Schlag. Ach was? In Wirklichkeit weißt du sicher schon, welche Attacken du einsetzen möchtest, oder? Kommt auch wieder, sobald dein Pokémon eine neue Attacke erlernt hat. Dann kämpfen wir. So, ein lieber Professor. Warum hat das kleine Kind schon Pokémon und ich noch nicht? Guck mal, das ist ein Ball. Das ist ein Pikachu. Ja, das auch. Warum fällt dir der Ball auf, aber nicht das rumhüpfende Pikachu? Schau, du kannst dich mit Pokémon ins hohe Gras stürzen und dort versuchen, wilde Pokémon für dein Team zu fangen. Aber dafür brauchst du natürlich erst dein eigenes Pokémon. Ja. Ich will aber ins Gras, bitte. Ist das immer noch Tutorial? Oh, die kämpfen miteinander. Und Trainer lassen ihre geliebten Pokémon am liebsten gegeneinander antreten, um zu sehen, wessen Team mehr drauf hat. Los, Mangunior! Mango! Hallo! Hey, du bist doch neu hergezogen, oder? Dann lass uns unbedingt mal einen aufregenden Pokémon-Kampf austragen. Gut, dass alles Jungs sind bisher. Siehst du, dank der Pokémon lernt man hier im Handumdrehen neue Leute kennen. In Ordnung, dann wollen wir mal. Lili liegt direkt vor uns. Ja, sieht so aus. Schon da. Wir sind schon da.
Ach, schön. Also es ist schon ein bisschen anders, so die Städte gebaut und die Grafikelemente und so. Es ist sehr anders als die bisherigen Pokémon-Spiele. Da wären wir auch schon. Das hier ist das wunderschöne Lili-I. Ausrufezeichen. Dann ist ein dunkles Loch. Und genau hier wird auch der Schutzpatron von Mele Mele, Kapuriki und allen von allen geehrt. Was für ein Ding, Alter, diese Namen. Nanu, ich hatte doch gesagt, dass wir uns alle hier treffen. Niemand da. Oh, zu spät. Keine Freunde. Vielleicht wartet er weiter hinten beim Mahalo-Bergpfad. Dort findet sich nämlich die Ruine des Schutzpatrons Kapuriki. Balui, bist du so gut und gehst den Inselkönig suchen. Ich bleibe sicherheitshalber hier, damit wir uns nicht verpassen. Klar, weil ich mich hier so gut auskenne. Ja. Der Inselkönig sieht genauso aus, wie man ihn sich vorstellt. Wie der König der Insel halt. Okay, dann gehen wir mal Treppe hoch oder so. Ja. Hinten ins dunkle Loch. Ja, jetzt ist schon Fragezeichen schon wieder. Irgendwer nervt mich. Cutscene. Ah, da ist die Tussi. Ja. Was ist denn los mit dir? Warum willst du so dringend zu den Ruinen? Tschüss. Sie ist voll ist fort. Ich war in den Ruinen. Aber ich muss da ja auch hin. Hm. Ja, gehe ich da gleich mal weiter. Ja, wir gehen einfach mal hinterher, ne? Man muss mit den ganzen Leuten reden. Die Tutorial-Sachen sind schon du wichtig. Musst den A-Knopf drücken, um etwas auszuwählen. Überraschung. Backfahrt. Bist du schon drin? Ich laufe schon hoch. Ah. Bin schon um die erste Kurve rum. Ja, ich auch. Ich werfe die zweite. Schneller, schneller. Cutscene. Wer ist denn da jetzt wieder? Ach, deine Frau. Freundin. Du sagst, wenn du beim Text bist. Jetzt. Bitte bleib in der Tasche. Was, wenn dich jemand sieht? Aha, das ist ja sehr auffällig, Aha, Madame. Was hat sie geklaut? Ich denke, sie ist ein Pokémon-Dieb. Ich denke, sie ist von Team Rocket. Wie soll die denn hierher kommen? Ich denke schon. Ich komme auch von Kanto, also kann auch Team Rocket her. Oh, was ist los mit ihr? Dieses Vieh. Was soll das sein? Oh nein. Blablabla. Oh nein, Habitak. Das ist wie im Pokémon-Anime in der ersten Folge, als die Habitak Pikachu angreifen. Ja, aber die sehen so klein aus, diese Habitaks, oh, oder? Das ist süß. Piep, 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 piep. Oh nein. Gehen wir hier in die helfen? Ja. Hallo? Oh. Geh hin und helf deinem Pokémon, du doofe Kuh. Alles okay? Ich brauche deine Hilfe. Ja, merkt man. Wölkchen ist in Gefahr. Wölkchen? Was ich glaube, so heißt das Pokémon nicht wirklich. Piu-piu? Das musst du nicht vorlesen, das hat doch gerufen. Aha. Das war doch vertont. Ja, okay. Diese Habitat greifen Wölkchen an. Aber ich habe zu große Höhenangst, um ihm zu helfen. Mir schlottern richtig Warum bist du dann hier hochgegangen? Naja, gut. Na, dann gehe ich halt. Alles muss man sagen. Lalalala. Oh, oh, oh. Lalala. Oh. Lalalala. Oh. Lalala. Herr Wölkchen erreicht. Ja, ich auch. Interessant, dass das dasselbe Pokémon ist. Ich spiele doch Mond, oder? Ja, ich spiele Sonne. Ich dachte, das wäre jetzt genau anders. Aber... Oh nein. Ich denke, das ist... Und schon Game Over. Wir spielen gerade mal 20 Minuten. Oh, da kommt ein... Over. Was ist das für ein Pokémon? Ich denke, das ist Kapuriki. Hat es bei dir auch so ein Schild und so? Ja, ich habe Sonne gespielt. Wäre das anders, hätte ich es gesagt. Okay. Er ist uns gerettet. Danke schön. Danke, Kapuriki. Und wieder fort. Cool. So nett. Die Brücke ist jetzt ganz im Arsch. Ja. Was für ein Glück. Fast hättest du wieder deine Kraft eingesetzt. Du weißt doch, dass du das nicht sollst. Erinnerst du dich nicht mehr, wie sehr dich das beim letzten Mal geschwächt hat? Ich möchte das nicht wieder mit ansehen müssen. Aber eigentlich müsste ich mich wohl bei dir entschuldigen. Damals hast du deine Kraft nur eingesetzt, um mich zu beschützen. Jetzt wäre ich an der Reihe gewesen, dich zu beschützen, aber ich war völlig hilflos. Du bist unfähig. Es läuft, lalala. Ja, blablablablam. Was hast du? Ein Secret Item. Cool. Ein glitzernder Stein? Er fühlt sich ganz warm an. Oh, entschuldige. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Du hast uns sehr geholfen. Wer bist du?
Dieser Stein, gehört dir, oder? Was? Ich habe keinen Stein. Was für ein Stein? Ich habe keinen Stein. Ich sammle keine Steine. Cool. Ich habe einen Glitzerstein, aber ich auch. Ist strange, okay. Bitte verrat niemand etwas von Wölkchen. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du es für dich behalten könntest. Vielleicht. Komm, geh bitte wieder zurück in die Tasche. Nein, Tierquälerei. Aber echt. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Tschüss. Also, ich möchte nicht, dass Wölkchen noch einmal etwas zustößt. Tut mir leid, dass ich dich so überfalle, aber könntest du uns wohl zum Dorfplatz begleiten? Nein, ich muss den Inselkönig suchen. Ja, richtig, aber nein, jetzt muss ich mit dir darüber gehen. Oh Mann, wieder alles zurück? Oh, da läuft man 3 Schritte halt so von der Cutscene. Ja. Und das nur, damit sie sich... Okay, reden wir nicht drüber. Ja, es hat nicht mal jemand was gesagt, ne? Nein. Das ist die unnötigste Cutscene aller Zeiten. Hey, wir sind im Dorfplatz. Da ist Kukui. Ja. Hey, Balui! Der Inselkönig hast du nicht gefunden, wie es aussieht. Aber dafür hast du schon meine Assistentin kennengelernt. Schön. Aha. Ich stelle euch anderen aber auch gerne noch richtig vor. Also, das hier ist meine Assistentin. Mein Name ist Lilly. Lilly, das ist Balui. Er ist ganz frisch nach Alola gezogen, oder? Billy, Lilly, das ist Miri. Um genau zu sein, ist er gestern erst hier angekommen. Wäre schön, wenn du ihm das ein oder andere zeigen könntest. Du bist also eine Bekannte von Professor Kukui? Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, mehr oder weniger. Schau nur, hallo, unser Inselkönig ist zurück. Der Mann, der vom Schutzpatron auserwählt wurde. Er ist ein ganz Alola für sein Talent. Was macht er für eine Handbewegung? Als Pokémon-Trainer, aber er rudert, oder so? Ja. Ja, toller König. Tap, tap, tap. Ja, der hat eine Rufstufe übersprungen. Die laufen nicht richtig treffen. Es gibt eine andere Stelle, da fällt einem das ganz krass auf. Was ist hier los? Habe ich irgendwas verpasst? Tada! Wo haben sie denn losgesteckt? Ich bin meinen Pflichten als Inselkönig nachgekommen. Wenn es irgendwo auf Mele-Mele-Probleme gibt, ist es meine Aufgabe, sie zu lösen. Ich habe auf dem Weg hierher Kapuriki am Himmel gesehen. Gab es hier irgendwelche Vorfälle, während ich fort war, Lilly? Ja, ich wollte Ihnen gerade davon erzählen, Halla. Mein kleiner Freund wurde auf der Hängebrücke von einigen Habitak angegriffen. Doch dieses Mädchen hier ist ihm zu Hilfe geeilt. Junge! Aber dann ist die Hängebrücke plötzlich mit beiden darauf eingebrochen. Um ein Haar wären sie in die Tiefe gestürzt. Doch der Schutzpatron hat sie gerettet. Yay. Wow, unglaublich. Hut ab, Kapuriki ist zwar dem Namen nach unser Schutzpatron, aber es hilft nicht jedem. Du musst sein Herz bewegt haben. Kukui, dieser junge Mann, Frau, hat viel Mut und Fürsorge bewiesen. Das muss belohnt werden. Zum Dank bekommt er sein erstes eigenes Pokémon von mir. Yay. Im Gegenzug würde ich mir wünschen, dass er den Pfad eines Pokémon-Trainers einschlägt. Nee. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Halalala, der Inselkönig von Melilele. Willkommen in der Alola-Region. Ach wahr, ich bin Balui im Übrigen. Kukui hat mir schon von dir erzählt. Ja, Freut mich, dich kennenzulernen. Kommt, meine kleinen Pokémon. Ihr wollt ihn sicher auch willkommen heißen. Oh, und wie hat er die 3 Bälle in den Händen gehalten? So, Miri, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich unser Pokémon auswählen, machen wir einen Cut, oder? Ja. Das wäre zwar mies, aber hier hätten wir zuerst Bautz, ein Pokémon vom Typ Pflanze. Ja, jetzt kann es ja stoppen. Schick. Na gut, okay. Ihr werdet in der nächsten Folge erst sehen, welches Pokémon Miri bzw. ich mir auswähle. Und dann werdet ihr auch nochmal hier die Typen vorgestellt kriegen. Ich würde sagen, wenn euch das gefällt, kommt nächstes Mal wieder. Miri und ich werden auf jeden Fall die nächste Folge auch noch zusammen aufnehmen. Ja. Und dann werden wir halt immer mal wieder, wenn sich eine besondere Gelegenheit ergibt, zum Beispiel nach jedem Orden, die nicht mehr Orden heißen, mal gegeneinander antreffen. Genau. Oh, ich weiß gar nicht, wie wir das dann teilen sollen, Mist. Schauen wir mal. Sonst kämpfen wir halt einfach so aus Spaß zwischendrin zusammen. Ja, genau.
Das war's auf jeden Fall. Also ihr kennt ja meinen Stil. Ich werde auf jeden Fall langsamer das spielen als Miri. Die wird das wahrscheinlich relativ... Ich werde im Tutorial nicht mit jedem sprechen, der mir sagt, du musst B drücken, um zu sprinten. Und ihr kennt mich. Ich rede immer sehr gerne. Kannst du dich bewegen. Überraschung. Sehr gerne mit allen Leuten. Also ich werde das Spiel sehr gemütlich angehen. Miri eher professionell. Könnt ihr euch ja also einen aussuchen. Wenn ihr professionelles Let's Play sehen wollt, geht zu Miri. Wenn ihr nicht erst in einem Jahr das Ende des Spiels sehen wollt. Ja, wenn ihr in 3 Jahren das Ende des Spiels sehen wollt, dann müsst ihr bei mir bleiben. In dem Sinne, haut da rein, macht's gut. Ihr könnt auch am besten beide Versionen gucken, dann habt ihr so einen Mischmasch aus allem. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.